So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind zurück um 6.37 Uhr. 6.40 Uhr habe ich den Raid angesetzt für Lugia. Ihr seht ihn hier auf der Arena. Da oben ist auch noch einer. Ich habe es diesmal ganz komplett anders gemacht, wollte ich sagen. Und zwar habe ich diesmal den Raid in der Community-Funktion gepostet. Das heißt, wenn ihr hier auf meinen Kanal geht, wenn ihr hier guckt, seht ihr hier 13 Kommentare, die wir natürlich immer aktualisieren und immer gucken nach Neueste zuerst. Achtung, 6.40 Uhr, Lugia Community Raid. Die ersten 10 Leute, die ihren Trainercode unter dem Post schreiben, werden eingeladen. Das habe ich auch gescreent und bei Telegram in zwei Gruppen gepostet, plus bei Discord, sodass das eigentlich jeder mitkriegen kann. Gleichzeitig habe ich natürlich die Leute geaddet, die hier drunter geschrieben haben und habe ein Herzchen dran gemacht, wenn ich schon geaddet habe. Der eine Kollege hier hat einen unvollständigen Code, ja, dem fehlt eine Zahl im Code, deswegen konnte ich den nicht adden, habe dann eben die anderen oben geaddet. Da stehen noch ein paar aus, die muss ich jetzt noch adden und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Raid, also für alle, die sich gefragt haben, wie wir das machen, solange wie der Raid-Bot nicht läuft, werden wir das jetzt so machen, über die Community-Funktion, zumindest immer beim ersten. Gleichzeitig wollen wir noch ganz kurz reinschauen in die GoTool-App nach dem 100er-Wert und nach den Top-Kontern. Das ist ja auch immer wichtig. Wie gesagt, ich empfehle euch immer die GoTool-App, wenn ihr da irgendwas Bestimmtes braucht oder Bestimmtes haben wollt. Hier habt ihr die Stufe 5 Raids. Könnt ihr nachgucken, da steht noch Darkrai drin. Ihr seht hier Mega Gengar als Top-Konter. Ihr seht Zekrom, ihr seht lauter Unlicht-Pokémon, ihr seht Elektro-Pokémon. Also Elektro und Unlicht sind wohl die besten Konter. Ihr könnt wieder hier auf die Konterliste drücken, dann habt ihr die alle gespeichert. Ich werde wohl mit den vorgegebenen Kondern dann kämpfen. Ich werde mir also keine Liste da extra erstellen. Und der 100er Wert ist 21,15. Ich denke mal nicht, dass es wettergepustet ist. Damit werden wir jetzt arbeiten. Jetzt muss ich aber fix noch die anderen Leute adden und dann gucken, dass ich die einlade. Und dann melden wir uns gleich im Raid zurück. Außerdem habe ich noch was Kleines für euch vorbereitet. Und das ist das hier. Moment. So. Guckt es euch an, was das ist. Guckt es euch ganz genau an. Merkt es euch, alles wird gut. Mehr dazu demnächst. Das muss ich jetzt wegschmeißen, erstmal die Umwelt verpesten und so. Und dann sehen wir uns gleich natürlich im Raid zurück. So, ich werde jetzt hier auf die Arena gehen. Jetzt ist es 43, es tut mir leid für die 3 Minuten Verspätung. Aber eben sind noch Leute reingekommen, die wollte ich eben noch dazu nehmen. Ich werde jetzt hier drauf drücken, werde die erstmal adden, also hinzufügen. Ich hoffe, die haben alle angenommen. Ich habe mir hier ein paar Punkte ran gemacht an die meisten Leute. Ich habe gerade auch gesehen, Kurli Dieter hat auch gerade geschrieben, Scheiße, verpasst. Ach nee, Mist, verpasst. Hier haben wir erstmal Ash, Ketchumako, Busted Maurice, obwohl Busted Maurice drunter geschrieben hat, er hatte gedacht, er hat einen Code, hat er doch nicht, ein Pass. Borgi, Crazy Clown, I'm Lukas. Leo von Mock, No Nuggles ist da, keine Ahnung. Jetzt haben wir hier, müssen wir gucken, wer neu dazugekommen ist, die zuletzt angenommen habe, noch den CLN, das war's, glaube ich, also der Rest ist nicht da, das heißt, weil ich gesehen habe, dass der Kurli Dieter ja jetzt auch online ist und traurig ist, dass er es verpasst hat, werden wir den Kurli Dieter einfach mit dem Großen noch einladen. Es ist natürlich noch ein bisschen dunkel, es ist noch ein bisschen kalt. Guckt euch das mal an. Hier, die Blätter sind zum Teil einfach gefroren und sehr kristallin. Vielleicht sollte ich euch auch einfach so hinstellen. Nein, das sieht auch kacke aus. Ich weiß nicht. Ich muss euch so hinstellen und so spielen von hinten, damit man das sieht. Das sieht, glaube ich, gut aus. Wir werden es einfach jetzt so machen. Wir werden so das Lugia besiegen. Ich muss nur diesmal gucken, dass ich nicht die ganze Zeit daneben drücke. Das hat nämlich einige Leute getriggert in den letzten Videos. Immer wenn ich mit 6 Handys spiele und laber die ganze Zeit und gucke auf die Kamera, habe ich nicht geguckt, wo ich hindrücke. Und zwar habe ich jedes Mal neben den Kreis gedrückt und jedes Mal neben die Attacke. Das ist komplett aufgefallen und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, triggert das nur mich?
dass er die ganze Zeit daneben drückt. Ist mir dann im Nachhinein auch aufgefallen. Vorher natürlich nicht, weil ich da gar nicht drauf geachtet habe. Und ja, hier sieht man überall. Da ist also Trikefallo am Start. Hier ist Despota am Start. Also Unlicht-Typen sind drin. Es sind Despota, genau, Garados hier oben wahrscheinlich, weil es Biss Knirscher hat. Ich habe, wie gesagt, bei den Teams jetzt nichts ausgewählt. Ich habe einfach mit den Sachen gekämpft, die von vornherein drin sind. Wie ich sehe, ein paar Despota hier oben bei dem anderen Account haben natürlich auch Gesteinsattacken. Gestein dürfte an sich auch okay sein. Ist ja auch ein Flug-Pokémon. Also ihr habt da eigentlich viel Auswahl. Ich habe ja schon immer gesagt, legt euch eine Despota-Armee zu. Egal, ob ihr jetzt also eine mit Biss Knirscher habt oder eine mit Katapult Steinkante. Die sind auf jeden Fall beide nützlich. Was nicht nützlich ist, ist jetzt die Machomai-Armee, weil die eben eine Schwäche haben gegen seine Psycho-Attacken. Aber ob das überhaupt Psycho-Attacken hat, ich habe gar nicht drauf geachtet, mit was das angreift. Steht auch noch nichts da. Ich warte mal, ob irgendwas der Hydropumpe. Okay, da ist das Despota eigentlich nicht so genial. Aber es geht ja nur darum, möglichst schnell viel Schaden zu machen und nicht möglichst lange zu überleben. Ihr seht jetzt auch, nach knapp 110 Sekunden sind wir fertig. Das schrumpft jetzt alles vor sich hin. Hier haben wir jetzt 2091, 2092, 2076, 2049, 2059. Und den Großen müssen wir natürlich auch noch eintüten. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da das Shiny drauf haben. Oder wenigstens ein gutes. 2086. Ist in Ordnung, ist nicht das Beste, ist auch nicht das Schlechteste, ist das Zweitschlechteste. Das tüten wir jetzt auf jeden Fall noch ein und dann haben wir noch was für euch. Deswegen wäre es cool, wenn ihr noch dran bleibt. So, erstmal die Fängerkapuze aufgesetzt. Deswegen mache ich eigentlich ungerne Videos so früh, wenn es dann noch so dunkel ist. Aber ich habe es euch gestern versprochen, dass wir gleich um 6 auf die Lauer gehen. Deswegen versuchen wir das jetzt einfach direkt einzutüten. Lugia hat natürlich einen relativ hohen, großen Kreis. Eigentlich dürfte da keiner Probleme haben, das einfach fabelhaft zu treffen. Mit ein bisschen Geduld und Spucke gewöhnt ihr euch dran, auch dass das die ganze Zeit so rumhampelt. So, ich probiere es einfach heute mal mit silberner Sananabeere. Dass wir gleich doppelte Bonbons mitnehmen. Lugia auch eins von den Pokémon, wo ich ungern drauf warten möchte, bis das angreift, um den Fangtrick zu machen, weil ich dafür einfach zu ungeduldig bin. Es bewegt sich auch einfach viel zu viel. Dafür treffe ich natürlich auch nicht. Es wäre sinnvoller natürlich, den Fangtrick zu machen, aber weiß ich nicht. Das ist so ein großer Klops. Ich habe halt das Glück, meistens dann zu treffen, wenn es gerade einen Rückwärtssaldo macht und es dann nicht zählt. Übrigens müssten jetzt das alte Münzsystem ist auch wieder zurück sein. Das heißt, ihr könnt jetzt wieder 50 Münzen verdienen. Wenn ihr euch in Arenen setzt, müsst ihr mal ausprobieren. Gestern Nacht bin ich irgendwo rausgeflogen und habe direkt 50 Münzen dazu bekommen. Das hat also nach 0 Uhr direkt schon dazu gezählt. So, ihr braucht ein bisschen Gefühl natürlich. Wenn ihr zu lasch werft, wird das nichts. Wenn ihr zu krass werft, wird das auch nichts. Werft also am besten so, dass es passt. Dann passt das auch. Also so nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich die anderen alle fangen soll. 690er habe ich hochgezogen damals. Wenn ich noch alle fange, kann ich natürlich bei einem Glückstausch mir wieder eins machen. Vielleicht kriege ich ja noch einen 100er durch einen Glückstausch oder so irgendwann. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Braucht man das unbedingt? Eigentlich hätte ich gerne lieber noch einen Heatran oder einen Giratina. Fände ich eigentlich cooler, obwohl viele natürlich auch Lugia genial finden. Ich habe auch gesehen, in den Gruppen gestern haben wieder ein paar Spoofer angegeben. Bei uns in der Fanchat-Gruppe, dass sie jetzt 8 oder 9 Lugia haben. Das kann ich immer nicht verstehen. Wenn die Leute das noch gar nicht haben, ist klar, dass sie dann am ersten Tag durchdrehen und gleich 10 Stück machen wollen am ersten Abend. Aber wie man sieht, es kommt eh jedes Mal wieder. Ich mache nur noch den täglichen Pass bei sowas und Raid Mania mit euch halt zusammen. Aber
keine Ahnung, wenn man schon 1000 Stück hat, dann braucht man ja nicht nochmal 1000 machen, jeden Tag. Die Leute müssen halt gucken, was sie gut finden, was nicht. Es besteht immer noch die Chance auf ein Gutes, es besteht die Chance auf ein Shiny. Also, wer keins hat, der soll halt reincashen. Der soll halt jedes Look ja machen, was er möchte, was er sieht. Lugia ist ja an sich trotzdem sehr beliebt, muss ich sagen. Es ist ja sowieso von Anfang an schon eins der Pokémon, was sowieso jedem am Herzen liegt. Auch wenn ich es wahrscheinlich gar nicht fange, so wie es aussieht. 1, 2 und wieder raus. So, jetzt mal konzentrieren, Ramses, ja? Das ist nur, weil die Ingame-Musik im Hintergrund abspielt. Jetzt ist es drin. Wunderbar. Ich sag doch, einmal konzentrieren, dann passt das auch. Aber ich glaube, ich werde nie wieder rausgehen, wenn es dunkel ist, weil das bringt es einfach wirklich nicht. Sinnvoll ist es natürlich, wenn man was sieht, anstatt dass da so ein schwarzer Schatten die ganze Zeit rumsteht und irgendwas macht. 15 Angriff hat es wenigstens. Straufhain, Thüringen, das sieht doch gut aus. Und wie gesagt, haben wir noch was für euch? Das wollen wir euch jetzt noch zeigen. Das ist das hier. Das ist auch ganz wichtig. Guckt euch das an. Was wird das wohl sein? Mehr dazu demnächst. Guckt einfach die Videos mit offenen Augen, nicht mit zuen Augen. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr heute auch einen Lugia-Raid gemacht in der Früh? Wart ihr vielleicht sogar bei dem Community-Raid dabei? Dann schreibt's mal in die Kommentare. Wenn nicht, vielleicht seid ihr beim nächsten Raid dabei. Vielleicht sehen wir uns in der Raid Mania oder irgendwas. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin gespannt, wer das erste Shiny heute bekommen hat von euch. Schreibt's mal rein, wer das Shiny hat, wer das 100er hat. Gestern auch schon gesehen, Kollege hier 100er, zack, nach 8 Raids oder so 100er Lugia bekommen, gestern Abend noch. Sollen die Leute machen. Ich habe meinen heute früh gemacht, wie ihr seht. Ich lasse es wieder mal ruhig angehen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.